Die deutsche Frage, sie war offen, solange das Brandenburger Tor geschlossen war. West-Berlin, eine Insel im sozialistischen Meer. Ein ständiges Mahnmal der Teilung. Eine Demarkationslinie zwischen Freiheit und Unfreiheit. Front zwischen zwei Supermächten, zwei Systemen einer eingemauerten Nachkriegspolitik. Berlin hat die ganze Zeit im Grunde diese Frage offen gehalten, dass da etwas nicht erledigt ist in Deutschland. Wir hatten ja auch keinen Friedensvertrag. Es gab die deutsche Teilung. Scheinbar auf ewig. An West-Berlin mit aller Kraft festzuhalten und sich dazu zu bekennen, war ein wesentlicher Auftrag an den Westen in der Zeit des Kalten Krieges. West-Berlin war das Symbol für diesen Kampf. Ein Symbol für den Geist des Westens. Nur dadurch, dass es da war. West-Berlin, eine halbe Stadt, die Geschichte schrieb. Eingemauert für 28 Jahre. Die Resterampe des Zweiten Weltkrieges. Eine Stadt zwischen den Ruinen von Vergangenheit und Gegenwart. Zwischen neuem Leben und alten Traditionen. Geschützt von den westlichen Siegermächten des Zweiten Weltkrieges entstand hier zwischen gestern und morgen im Zentrum des Kalten Krieges ein einzigartiges Biotop mit großer Anziehungskraft. Zum Beispiel für Peter Schneider, Schriftsteller. Es war ein anderes Leben und ein Inselleben. Es war nicht gerade angenehm und friedlich hier zu leben und trotzdem war es irgendwie toll und frei. Zwei Jahrzehnte lag der Zweite Weltkrieg zurück. Die Amerikaner waren seitdem die Schutzmacht für West-Berlin und das Angriffsziel für eine rebellierende junge Generation. Aus dem Protest gegen den Vietnamkrieg wurde eine außerparlamentarische Opposition, die ihre Kräfte permanent überschätzte. Das Gefühl war da, dass ein Machtwechsel kommen könnte und diese Revolution einfach weiterging. Im Zentrum der charismatische Anführer der studentischen Revolte, Rudi Dutschke. USA aus, wir haben raus, vom Kamader Springerhaus. USA aus, wir haben raus, vom Kamader Springerhaus. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund SDS wurde geradezu zum Staatsfeind Nummer 1. Die Insel West-Berlin bebte, als mitten im Kalten Krieg die Westbindung der Stadt in Frage gestellt wurde. Man wollte die Revolution und danach eine Art Kommune West-Berlin. Das war das abenteuerliche Ziel. Das geht davon aus, dass West-Berlin möglicherweise in eine internationale Stadt subversiver Aktion wird oder so etwas. Dass wir also Freistadtpläne durchsetzen könnten in veränderter Form, wo wir West-Berlin umfunktionalisieren könnten in eine internationale subversive Stadt gegen Stalinismus und Faschismus für die Unterstützung in der Dritten Welt durch Mitteleuropa. In der geteilten Stadt, im geteilten Land gab es jetzt eine weitere Spaltung unter den Eingeschlossenen selbst. Ohne Provokationen werden wir überhaupt nicht wahrgenommen. Darum sind die Provokationen unerlässliche Voraussetzung für die Öffentlichkeitsarbeit. Provokation als PR. Nicht jeder wollte da mitmachen. Freiheit ist ein Abenteuer, das wie Feuer brennt. Und sowas, das vergisst man nie. Ein Freiheitsbegriff, mit dem viele West-Berliner nicht viel anfangen konnten und wollten. Das war wirklich eine Teilung innerhalb der Stadt. Also die Bourgeoisie, die sehr bürgerlich und sehr isolierte, ich sage mal Kissen mit Knick-Bürgerschaft und die sehr radikale Linke. Und das brachte dann wieder eine Spaltung innerhalb der Linken, weil es gab die, die gesagt haben, Veränderung ja, aber in friedlicher Form, so weit wie möglich. Und es gab die andere Seite, die sagte, diese notwendige Veränderung ist nicht friedlich zu schaffen. Ein Spiel mit dem Feuer. Das sensible Gleichgewicht in der eingemauerten Stadt geriet in Gefahr.
bedroht nun auch von innen. Jetzt gingen die Bürger auf die Straße. Sauerei ist das! Eine große Sauerei! Was wird denn gefeiert? Das weiß ich nicht, aber sehen Sie sich doch die Gestalten hier an! Das sind Tagediebe, die sollen arbeiten. Verbrennen ist man sowas. Den sollte man im Sack stecken und über der Mauer schmeißen. Da musste sich nur noch einer finden, der die Volksmeinung exekutierte. Ja, und haben Sie nicht manchmal Angst, dass Ihnen einer über den Kopf schlägt? Nicht Angst, das kann passieren. Aber Freunde passen mit auf. Ja. Normalerweise fahre ich nicht allein rum. Ja. Es kann natürlich irgendein Neurotiker oder Wahnsinniger mal auf eine Kurzschlusshandlung durchführen. Und so kam es dann auch. Ein Rechtsradikaler namens Josef Bachmann schoss Rudi Dutschke vor dem SDS-Büro auf dem Kurfürstendamm nieder. Dutschke überlebte 3 Kopfschüsse, erholte sich nach Monaten wieder und starb am Ende doch an den Spätfolgen des Attentats. Zutiefst empört über den Anschlag suchten die Studenten nach den wahrhaft Schuldigen und fanden sie im Hause Springer. Bild hat mitgeschossen, hieß die Parole beim Angriff auf das Verlagshaus. Ein Krieg der Bürgerkinder mit Steinen und Brandsätzen gegen einen konservativen Verlag. Eberhard Diepgen, CDU, später regierender Bürgermeister, erkannte die brisante Lage. Sie haben auf der einen Seite die Berliner, die ständig in Sorge lebten, dass die DDR ihre Hände nach West-Berlin ausstreckt. Die kritische Auseinandersetzung mit Vietnam, Amerika. Auf der anderen Seite aber Amerika als der einzige Machtfaktor, der diese Stadt sichern konnte. Also sie lebten immer in Antagonismen. Gerade der Protest gegen die Schutzmacht USA rührte an den Grundfesten der Inselstadt, der auch in gewisser Weise durch die Mauer geschützten Freiheit. Die Berliner hatten alle miterlebt noch die Luftbrücke. Sie hatten miterlebt, dass die Mauer gebaut wurde und wussten, wenn die Amerikaner nicht hier sind, wird diese Stadt am Ende doch vielleicht nur angeschlossen an den Osten. Dabei wären die 6.000 in Berlin stationierten amerikanischen Soldaten niemals in der Lage gewesen, die Stadt militärisch zu verteidigen. Sie dienten als eine Art Stolperdraht. Nur über Transitstrecken war die Insel West-Berlin mit der Bundesrepublik verbunden. Sie waren neben Bahn- und Flugverbindungen die Lebenslinien der Stadt. An den Kontrollstellen wie Dreilinden nahmen die DDR-Grenzer permanent Rache an den Reisenden für die Dauerprovokation durch die Glitzermetropole. Ich war ja 3-mal im DDR-Knast, weil ich meine Schnauze so aufgerissen hatte. Wenn zum Beispiel in Dreilinden ein Wopo zu mir sagte, nehmen Sie mal bitte das Kaugummi raus, Ihr Personalausweis kaut doch auch nicht. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, du Arschloch. Solange du noch Leute erschießt, die von Ost nach West wollen, kaue ich so lange, wie ich will. Dabei gehörte schon einiger Mut dazu, überhaupt in der umlagerten Stadt zu bleiben, einem normalen Leben nachzugehen und darauf zu bauen, dass die Insel nicht im Roten Meer untergeht. Große Teile von Wirtschaft und Industrie waren da weniger zuversichtlich. Eine bittere Erfahrung für Egon Bahr, den engsten Berater Willy Brandts. Die erste Konsequenz war, dass diese fabelhafte Wirtschaft Angst hatte und abgehauen ist. Alle großen Fabriken, alle großen Firmen, Konzerne haben ihre Hauptquartiere nach Westdeutschland verlegt und die Bayern profitieren heute noch in Nürnberg und in München davon. So wurde die Bauindustrie zum blühenden Wirtschaftszweig, dem einzigen. Goldene Zeiten für Bauunternehmer und Architekten. Am Kurfürstendamm muss gewohnt werden, wenn nicht direkt am Kurfürstendamm, so doch dahinter. Und darum ist es eben so schade, dass die Möglichkeiten, die dieser Krieg uns hier gegeben hat, in dem ganze Straßenzüge am Kurfürstendamm zerstört worden sind, nicht genutzt worden ist, so wie es möglich gewesen wäre. Ein Inselparadies für Baulöwen, die lukrative Projekte unter sich absprachen und aufteilten. Der westdeutsche Steuerzahler finanzierte praktisch alles, was die Stadt irgendwie attraktiv machte. So wurde der Berliner Senat,
So etwas wie der Geschenkeonkel der Bauwirtschaft. Im Zentrum dieses Subventionsdschungels stand damals der Architekt Dietrich Garski. In Berlin wurde kein Geld verdient, sondern um Berlin aufrechtzuerhalten, musste alles subventioniert werden. Es gibt kaum etwas, jedenfalls Größeres, was in Berlin geschehen ist, insbesondere natürlich im Bauen, das nicht subventioniert wurde, sei es direkt durch Investitionen und Subventionen oder durch steuerliche Maßnahmen. Der Preis der Insellage war ein beispielloser Niedergang der Westberliner Industrie. Und selbst davon konnte man profitieren. Walter Momper, SPD, regierender Bürgermeister vor und nach dem Fall der Mauer. In Westberlin war schon ein Subventionsschuppen hohen Grades. Das war teilweise natürlich wunderbar. Teilweise im Baubereich hat es auch nur Leute reich gemacht. In Berlin ist es durch die besondere Form der Finanzierung des öffentlichen, des Wohnungsbaus, der ja sonst nie finanzierbar gewesen wäre, war das besonders lukrativ für beide Seiten, für die Kriminellen genauso wie für die anderen. Statt Angebot und Nachfrage bestimmten die Steuergesetze den Markt. In Berlin gab es mehrere Zigarettenfabriken, die nur gebaut wurden, weil die Zigaretten, die in Berlin gemacht wurden, steuerliche Erleichterungen hatten. Das ist natürlich alles krank, nicht? Das ist nicht gesund. Man konnte zwar ganz gut damit leben, aber auf Dauer ist das nicht möglich. Und wo alles und jedes subventioniert wird, blüht die Vetternwirtschaft. Man muss ja sehen, in dieser kleinen 2-Millionen-Stadt West-Berlin war eben die Schicht derer, die das Sagen in der Stadt hatten, von der Industrie über die Medien, Zeitungen sowieso bis hin zur Politik, ein recht kleiner und überschaubarer Kreis. Diese persönlichen Verhältnisse haben natürlich auch dann manchmal dazu geführt, dass wenn man ein bisschen netter zu dem war und dem vielleicht was in die Tasche gesteckt hat, dass er dann einer Sache zugestimmt, aber die unredlich. Was redlich war und was unredlich, darüber gingen im Sumpf der Subventionen die Meinungen auseinander. Garski selbst wurde im Zuge eines Bauskandals zu einer Haftstrafe verurteilt. Private und öffentliche Interessen im Filz vereint. Im Osten war ohnehin alles in einer Hand der geballten Faust der SED. Politik, Wirtschaft, Sozialpolitik und ein rigider Polizei- und Überwachungsstaat. Die Nachricht, die vom Westen aus hinüberstrahlen sollte, war klar. Wir sind frei, reich und stark. Allein gegen die Konsumversprechen des Kurfürstendamms hatte die SED-Propaganda einen schlechten Stand. Zu Hause fühlte sich in West-Berlin auch die Künstlerin Romy Haag. Mich hat das sehr behagt. Eigentlich war das wie ein großes Dorf. Und man hat irgendwie immer öfters dieselben Leute entdeckt. Und man hat ein gutes Zusammensein gehabt. Bei Romy Haag trafen sich die Grenzgänger der Kulturszene. Ich kann nicht sagen, dass mein Publikum ausschließlich homosexuell war. Es war eigentlich so 65-70% heterosexuell. Es waren Mädels von der Uni und sowas. Und die haben ihr Spaß gehabt. War da immer irgendwie ein Promi, ob es nur der Fassbinder war, der immer in der Eingangsmatte schon gedacht, er ist der Portier. Und so wurde West-Berlin auch zum Magneten für die erfolgreich Ausgeflippten der internationalen Glitzerwelt. David Bowie erscheint auf der Bühne und ich saß irgendwie in so einem VIP-Ding, ganz vorne bei der Bühne, irgendwie rechts. Und er kommt rein, er guckt gerade in meine Augen, ich gucke in seine Augen. Und für uns war es vollkommen klar, dass wir eine Zeit miteinander verbringen werden. In den Hansa-Studios direkt an der Mauer produzierte die deutsche und internationale Pop- und Schlagerelite, darunter David Bowie, selbst ein Grenzgänger, inspiriert von Mauer und Todesstreifen. Hier in diesem Studio entstand ja auch der Song mit David Bowie, Heroes, der davon handelte, praktisch, dass ein Liebespaar unterm Wachturm steht und sich küsst, während da drüber ein Wopo ist mit seinem Gewehr. Ja. Ein Flirt mit dem Tod im Meistersaal. Just for one day.
Es war das Jetzt und Hier und Heute, das zählte. Hier, etwas tiefer im Meistersaal unten, da standen die Stones. Das wusste gar keiner damals, dass sie in den 60ern da gestanden haben, haben da produziert. U2. In der Köthner Straße und was weiß ich, David Bowie und wer alles. Natürlich die Riesenstars, Peter Alexander und Maya Mathieu. David Bowie noch Leberwurstbrote gestrichen, weil er so gerne deutsche Leberwurst aß. Ne? Profit und Protest. Zwischen diesen beiden Polen spielte sich das Westberliner Leben ab. Das eine in Hinterzimmern, das andere auf der Straße. Die eigenwillige Konsumhauptstadt des Kalten Krieges war auch in sich noch gespalten. Sie bot immer noch genug Raum für die betuliche Welt einer konservativen und konservierten kleinbürgerlichen Gesellschaft von Witwen, Rentnern und Beamten. Es war, als wäre die Zeit in den 50er Jahren stehen geblieben. Daneben die Welt der Alternativen, der Freaks und Kiffer. So gut wie jede Szenemode nahm hier ihren Anfang und wurde zur Weltanschauung deklariert. Michael Baumann, genannt Bommi, betrieb die Symbiose aus Rausch und Terror. Den Namen umherschweifende Hassrebellen, weil gibt ein Mao-Zitat über die Mentalität umherschweifender Rebellen. Und dann haben wir gesagt, das klingt wunderbar und haben uns den Zentralrat der umherschweifenden Hassrebellen genannt. High sein, frei sein, Terror muss dabei sein, lautete die Kampfparole. Das ging los über die Hassrebellen, weil wir eben militante Sachen gemacht haben bei Demos und eben bei diesen Sachen. Und dann sind immer Leute zugekommen, die so Ideen hatten, was man noch machen kann. Ja, also irgendwelche Brandanschläge, wogegen und so. Dann wurde aus dem Spiel ernst. Die Haschrebellen bewaffneten sich, gingen in den Untergrund und gründeten die Bewegung 2. Juni. Andere zogen nach. Doch es war weniger die politische Macht, die RAF und Bewegung 2. Juni erstürmten, sondern nur einzelne Banken. Illegalität war teuer. Till Meyer war von Anfang an dabei, als sich der Untergrund gewaltsam kapitalisierte. Wir haben 12 Banküberfälle gemacht und jedes Mal war die Polizei zu spät da. Die Westberliner Polizei fuhr ja noch mit Funkwagen, VWs rum. Und wir hatten ja schon die BMWs, da war ja nichts mehr zu machen. Wir hätten uns ja nicht verfolgen können. Da haben wir Funk abgehört immer, den Polizeifunk. Wenn die gesagt haben, Banküberfall gegenwärtig, Schuss waren vermutlich Anarchisten. Dann war auf immer ja nicht Eile angesagt. Dann hat man gehört, Taste klemmt und dann haben die sich nicht an den Tatort getraut so schnell. Die Terroristen hatten reichlich Helfer und sie versteckten sich im Gewimmel der Großstadt. Eine neue Aufgabe für die Polizei und für den Geheimdienst. Für den Verfassungsschützer Lothar Jachmann ging es jetzt um mehr als nur Spione aus dem Osten. Ab 1974 hatte ich dann, als der linksextremistische Terrorismus aufkam, Stichwort Lorenz-Entführung in Berlin, hat man dann eine eigene Arbeitseinheit gebildet für die Erkenntnisgewinnung im Terrorismus. Der CDU-Bürgermeisterkandidat Peter Lorenz war am frühen Morgen unmittelbar vor seinem Haus gekidnappt worden. Mit einem LKW hatten die Entführer sein Auto gestoppt und den Fahrer brutal niedergeschlagen. Dann wurde er in seinem Auto überwältigt, hat eine Spritze gekriegt, hat er dann aber noch gestrampelt und die Scheibe rausgetreten. Und dann sind wir über die Autobahn geprescht zum Umladen in die Kantgaragen, in die Kantstraße und nur da unten umgeladen in ein anderes Auto und dann in das Gefängnis geschleppt. Im Keller eines Kreuzberger Ladens hatten die Entführer eine Gefängniszelle vorbereitet. Der Politiker wurde mit einem Schild um den Hals fotografiert. Wir sind 2. Juni, sind jetzt gefangen, wir sind 2. Juni. Und Sie können sich denken, sind Geisel, aber als Geisel geht es Ihnen ja bei uns besser als unseren Genossen im Knast. Sie kriegen Essen und Trinken, was Sie wollen, Sie können auf Fernsehen gucken und Sie kriegen Zeitung, außer was über Sie drin steht. Dann hat er dann die Frankfurter Rundschau, da war nur noch Kreuzworträtsel an. Während Peter Lorenz in seinem Kreuzberger Verlies nur einen Kilometer vom Berliner Polizeipräsidium entfernt festsaß, durchkämmten die Beamten erfolglos die Stadt. Der Sicherheitsapparat hilflos.
Da hatten die Alliierten wirklich einen Eindruck, den man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass sie dachten, jetzt ist Berlin tatsächlich West-Berlin verloren. Jetzt wird das ganz schwierig, West-Berlin zu halten, nachdem der Spitzenkandidat der Oppositionspartei kurz vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus nun in so einem Volksgefängnis dort sitzt. Auf der Liste der Gefangenen, die freigepresst werden sollten, stand kein lebenslänglicher. Das ermöglichte es der Bundesregierung, den Forderungen der Entführer nachzugeben. Der ehemalige regierende Bürgermeister Heinrich Alberts flog zusammen mit den freigepressten Gefangenen nach Aden. Doch das Spiel ging weiter. Da kamen immer wieder RAF-Leute ins Gefängnis und die Nächsten haben dann irgendwann nichts anderes mehr gemacht, als die freizupressen. Das wollten viele der bisherigen Unterstützer der Terrorszene nicht mehr mitmachen und stattdessen in der Gesellschaft politisch mitmischen. Kennst du das Land? Kennst du das Land, wo gebratene Hühner? Das Modell Deutschland wurde jetzt mit seinen eigenen Mitteln angegriffen. Eigentum verpflichtet, so steht es im Grundgesetz. Doch viele Berliner Wohnhäuser standen trotz Wohnungsnot leer und verrotteten. Sie wurden kurzerhand besetzt. Eine völlig neue Szene entstand, die Welt der Hausbesetzer. In Kreuzberg und anderswo nistete sich neues Leben in den heruntergekommenen Wohnblöcken ein, alternatives Leben. Warum sollen die Wohnungen leer stehen, wenn die Jugend da drinnen wohnen will? Und wenn sie natürlich das müssen sie in Ordnung halten, ja? Dann finde ich das in Ordnung. Warum sollen die Wohnungen leer sein, ja? Und plötzlich entdeckten die Revoluzzer die Handwerker in sich. Häuser wurden besetzt und renoviert. Dennoch illegal beschafftes Eigentum verpflichtet. Wir haben hier das Haus ausgegraben, weil das bis zum Parterre vollkommen feucht ist. Und der Putz abbröckelt hier hinten zwar nicht, aber vorne. Und das wurde bis zum Fundament ausgegraben. Der bisherige Schlachtruf, macht kaputt, was euch kaputt macht, wurde dialektisch umgedreht. Und mitten in der Räumung des Hauses Winterfeldstraße entspann sich ein Dialog über die Quellen und Ursachen der Gewalt. Wenn ihr unsere Träume zerstört, was bleibt uns anders übrig als Steine? Ja, wir haben keine Macht wie ihr. Hinter euch steht der Staat, in uns steht nichts, ne? Also wissen Sie, junger Mann, ich habe auch manch einen Traum. Und ja, wenn mir den einer zerstört, da schmeiße ich keine Steine. Die Polizei konnte kaum so schnell räumen, wie neue Häuser besetzt wurden. Und am Ende wurde sogar der Politik deutlich, wo die Probleme von Abriss und Subventionsneubau lagen. Leute, seht genau hin, woher kommt denn die Gewalt? Am Anfang war doch nicht der Pflasterstein. Was ist mit Rausschmiss und Abriss von den anderen Schweinereien? Gewalt hat vielerlei Gestalt. Die Leute im Knast sitzen für uns alle ein. Und darum lasst sie endlich. Interview am Rande eines Straßenfestes. Der Name des jungen Mannes Klaus-Jürgen Rattay. Deshalb bin ich auch nach Berlin gekommen, um gleichzeitig mitzuarbeiten, mitzuhelfen, um auch gleichzeitig auch auf Demonstrationen dran teilzunehmen. Weil eben Berlin viel mehr los ist als woanders in Europa. Hast du Angst vor morgen oder übermorgen, wenn die Räumung sein soll? Ich habe gleichzeitig Angst und ich habe, glaube ich, gleichzeitig auch Mut zu kämpfen. Am Tag darauf war Klaus-Jürgen Rattay tot. Während die Polizei in der Bülowstraße Demonstranten in den laufenden Verkehr prügelte, war er vor einen Autobus gerannt und überrollt worden. Wahrscheinlich hatte er den Bus stoppen wollen, damit der nicht in die Menge fuhr. Und während seine Genossen erschüttert in Tränen ausbrachen, artikulierten rechtschaffene Berliner ihre Form der Anteilnahme. Tut Ihnen das leid? Was sagen Sie dazu? Nein. Ehrlich gesagt nicht, nein. Überhaupt nicht. Was hat der von Westdeutschland hier zu suchen und alles kaputt zu schlagen? Wir haben Berlin aufgebaut. Wir haben ja hier kein Militär in West-Berlin. Am besten wäre hier einen militärischen Notstand auszurufen und bei Plünderungen an die Wand stellen und abknallen. Was ist hier passiert? Verkehrsunfall.
Die Polizei räumte gründlich auf und der Konflikt eskalierte weiter. Keine Zeit für Tränen. Die Zukunft der Inselstadt West-Berlin stand in den Sternen. Niemand konnte ahnen, dass hier 13 Jahre später die Hauptstadt eines wiedervereinigten Deutschlands zusammenwachsen würde. Nur die traurigen Denkmäler der Teilung stehen noch. So der Tränenpalast, die Übergangsstelle von West nach Ost, neben dem Bahnhof Friedrichstraße. Hier musste anstehen, wer in den Osten wollte und wieder zurück. Und jedes Mal flossen die Tränen und gaben der Halle ihren Namen. Heute mitten im Zentrum des neuen Berlin, damals die Schnittstelle zwischen Ost und West, ein Ort des Trennungsschmerzes. Das waren die Kabinen, wo man rein musste, denn da hinten. Und da waren dann mehrere so eine Gänge und da saß dann einer, der hat dann ihnen schön in die Augen geguckt, auf den Pass geguckt. Da wurden sie gründlich untersucht. Einige nahmen diese Prozedur täglich auf sich. Manches Kuriosum hat man hier erlebt. Da habe ich zum Beispiel am Sonnabendabend dann so um 23:45 Kunden gehabt. Die mussten bis um 12 hier durch den Tränenpalast durch die DDR verlassen. Die hatten Mantel an und Tatsache unterm Mantel einen Schlafanzug. Sind ausgereist bis hinter die Kontrolle und dann gleich wieder eingereist. Das ging. Da habe ich draußen hier standen gewartet. Auf die sind die wieder eingestiegen und sind wieder zurückgefahren zu ihrer Braut. So überlisteten manche die sozialistischen Ein- und Ausreiseformalitäten. Schon fast vergessen. Und wenn heute die U- oder S-Bahn durch ihre Tunnel fährt, ist nicht mehr zu erkennen, ob man gerade durch den Westen oder den Osten rollt. Weil der U-Bahnhof Potsdamer Platz unter der DDR lag, durfte die West-Berliner U-Bahn hier nicht halten. Geisterbahnhöfe wie diese wurden von Grenzsoldaten bewacht. Sie sollten verhindern, dass DDR-Bürger illegal durch die Tunnel entkamen. Hinter Bunkerwänden beobachteten die DDR-Grenzer jeden durchfahrenden Westzug. Gruselfahrten durchs Niemandsland. Die Schwierigkeit in dieser Stadt war ja, dass die ganzen Eisenbahnanlagen, standen unter Verwaltung des Ostens. Deswegen musste ich mit Honecker darüber verhandeln, ob ich am Bahnhof Zoo auf unsere Kosten einen behindertengerechten Zugang machen kann. Alles Lächerlichkeiten, wenn man sich das aus der heutigen Sicht vorstellt. Berliner Hauptbahnhof war damals der Bahnhof Zoo, von dem die Züge in den Westen gingen. Doch in den 70er Jahren stand der Bahnhof Zoo auch für das ganze Elend der Drogenszene. Christiane F. wurde zur schrecklichen Ikone einer Unterwelt aus Junkies und Prostitution. Buch und Film über die Kinder vom Bahnhof Zoo gingen um die Welt und machten fast der Mauer den Rang als traurige Touristenattraktion streitig. David Bowie sprach damals von West-Berlin als der Hauptstadt des Heroin. Ein paar hundert Meter entfernt vom Bahnhof Zoo, das Theater des Westens. Hier feierte Ute Lemper in den 80er Jahren Triumphe, damals im einzigen Musical-Theater Deutschlands. West-Berlin, das war das deutsche Zentrum der Bühnenkultur. Es war also eine Stadt mit den kleinen Mietskasernen, die einfach noch mit den Narben des Zweiten Weltkrieges, die da in den Osten gepackt war, wie ein Gefängnis abgeschirmt war und einfach stolz auf diese Hässlichkeit war. Und man sieht die Lichter. Bewusst knüpfte sie an die kulturelle Vergangenheit der Stadt an. West-Berlin war ja nicht Westdeutschland, ja. Es war ja West-Berlin, es war ja ein eigener Staat sozusagen. Wir hatten unsere eigene Identität. So konnten die vergangenen und die gegenwärtigen Konfliktlinien der Welt hier besichtigt werden. Von Touristen und Spionen.
Milton Bearden war damals CIA-Chef für Deutschland. Jeder benutzte Berlin als eine Spielwiese für Spione. Berlin bot Möglichkeiten, die es anderswo nicht gab. Man konnte sich zwischen Ost und West hin und her bewegen. Das galt auch für die Leute von der anderen Seite. Als Spion konnte man hier gut arbeiten. Aber die vielen Agenten hatten kaum eine Ahnung davon, was sich im Ostteil der Stadt hinter den Militärparaden verbarg. Es wurde in der DDR heimlich darüber nachgedacht, wie man das Glitzerding West-Berlin militärisch erobern konnte. Heimlich wurden von der DDR Angriffspläne auf West-Berlin entwickelt und durchgespielt. Dass eine solche Eroberung den Dritten Weltkrieg hätte auslösen können, wurde nicht einkalkuliert. Das hat man natürlich vermutet, dass solche generalstabsmäßigen Spiele da, Planspiele gemacht worden sind. Aber das war nicht erkennbar und das ist erst im Grunde nach der, nachdem die DDR verschwand, sind diese Sachen erst so deutlich geworden. Zur Einstimmung der Invasionstruppen ließ die Stasi sogar Filme drehen. Ein Blick von der Fußgängerbrücke an der Marburger Straße auf den Tauentzien und den Breitscheidplatz. Links von der Gedächtniskirche beginnt der Kurfürstendamm. Am großen Stern rechts die Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor. In diesem Planspiel hieß das Invasionsziel OP-Gebiet WB, Operationsgebiet West-Berlin. Es war genau festgelegt, welcher Stadtteil mit welcher Truppe eingenommen und wie nach der Besetzung die öffentliche Verwaltung geregelt werden sollte. Die Invasion wurde nicht nur auf dem Papier entworfen, sondern auch in militärischen Übungen trainiert. Ich meine, jeder, der Generalstabsplanung kennt, der weiß, sowas wird auch geplant. Aber dass wir dann alle mehr oder minder im Olympiastadion gelandet wären, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten, muss ich ehrlich sagen. Also vor allen Dingen, das ist ja auch eine relativ aggressive Planung gewesen. Also es ist ja keine Verteidigungsplanung, sondern aggressive Planung. Ja. Die amerikanischen Truppen bereiteten sich ständig auf einen solchen Angriff vor. Es war klar, dass Berlin eine Art Frühwarnsystem war. Jeder Fehler in der Berlin-Frage konnte sich katastrophal auswirken, bis hin zu einem heißen Krieg. Wir waren mehrfach nah dran. Das war die Gleichung des Kalten Krieges. Deutschland war der Preis. Hier hatte alles begonnen. Und Deutschland war das Aufmarschgebiet für die Panzer. Die Alliierten hatten in Lichterfelde sogar eine ganze Übungsstadt aufgebaut, um mit ihren Soldaten den Straßenkampf zur Verteidigung West-Berlins zu trainieren. Das Gelände lag direkt neben dem Feindesland DDR. Sichtschutz nach Osten war die Mauer. Hier auf einem Truppenübungsplatz wurde für den Krieg geübt. In Wirklichkeit hätten die GIs gegen einen massiven Angriff aus dem Osten nicht viel ausrichten können. Doch das war auch nicht ihre Hauptaufgabe. Sie waren der Stolperdraht. Ein Angriff auf sie wäre von den Amerikanern als Angriff auf die USA gewertet worden. Hier konnten sie also an naturgetreuer Kulisse den Häuserkampf, den Straßenkampf üben, die Durchsuchung von Gebäuden, von unterirdischen Kanalgängen und so weiter. Und sie hatten auch ihre Ruhe, weil es gab eben keine Zuschauer. Das Gelände war weiträumig abgesperrt. Nicht an der einen Seite war die Zonengrenze. Von da haben sie sicherlich eben ihre Zuschauer gehabt vom Wachturm. Gelegentlich probten die Amerikaner die Verteidigung West-Berlins auch mitten in der Stadt. Man war auf alles vorbereitet, auch auf eine neue Blockade. Es gab für den Fall einer Krise noch in den 80er Jahren das große Problem, welche Senatsreserven für Energie müssen geschaffen werden. Es gab übrigens Konflikte zwischen dem Berliner Senat und den Alliierten. Wie viel Speicherkapazität müssen wir für Erdgas haben? Ein Jahr, ein halbes Jahr oder reicht ein Vierteljahr? Die Alliierten waren dafür, dass wir in einem Erdspeicher in Berlin eine Speicherkapazität von einem Jahr haben mussten.
Doch je länger die Teilung und Ummauerung der Stadt dauerten und je mehr der Kalte Krieg abebbte, desto löchriger wurde auch in Berlin der eiserne Vorhang. Im Mai 1988 besetzten Autonome in West-Berlin das Lené-Dreieck, ein Grenzstück unmittelbar vor der Mauer, das aber zu Ost-Berlin gehörte. Hier hatte die West-Berliner Polizei nichts zu sagen. Die Volkspolizei schaute interessiert zu, wie sich die West-Chaoten auf Ostgebiet breitmachten. Sie hatten auf der Freifläche zwischen den Fronten ein autonomes Zeltdorf aufgebaut. Nach 5 Wochen wurde geräumt. Das ist hier Ostgebiet! Wir fordern die Besitzer des Lené-Dreiecks auf, das Hoheitsgebiet der DDR zu verlassen. Man gehorchte dem Diktat aus dem Osten und setzte sich über die Mauer in Richtung DDR ab. Die Fokus spielten mit. Irgendwie begann sich der Krampf zu lösen. Die Besetzer des Ostberliner Gebietes auf der westlichen Seite der Mauer wurden von DDR-Grenzern in den Osten verfrachtet und durften danach wieder nach West-Berlin zurückkehren. Absurditäten in einer absurden Lage. Egon Bahr, engster Vertrauter Willy Brandts, wusste, so konnte es nicht weitergehen. Wer den Status quo ändern will, muss ihn erst anerkennen. Und man muss sich dem zuwenden, von dem man was will. Und wir hatten insgesamt dem Osten immer den Rücken zugewendet. Als ob wir nichts wollten. Wir wollten aber von dem Osten etwas. Also musste man mit denen reden. Das hieß dann Wandel durch Annäherung. Auf amerikanischer Seite war man da skeptisch. Reagans Botschafter damals war Richard Byrd. Es gab eine pragmatische Politik in Deutschland, die besagte, unter den gegebenen Umständen, mit dem Warschauer Pakt und der NATO, wird es keine Wiedervereinigung geben. Also brauchen wir einen Plan B. Und Plan B hieß, die innerdeutschen Verhältnisse zu normalisieren, soweit das überhaupt möglich war. Doch noch immer war die Grenze da und es blieb ein tödliches Risiko, sie zu überqueren. Gestern Nachmittag gegen 17.30 Uhr. 4 junge DDR-Bürger, darunter eine 22-jährige Frau, die ein Baby erwartet, wagen die Flucht durch die Spree direkt am Reichstag. Die DDR-Grenzer schießen nicht. Am Westufer der Spree haben sich zu viele Zeugen versammelt. Die DDR will und muss auf ihr Image achten. Der 18-jährige Instandhaltungsmechaniker Thilo Koch aus Karl-Marx-Stadt erreicht als erster das rettende Ufer. Mit großer Geschwindigkeit kommt in diesem Moment ein DDR-Patrouillenboot angefahren. Die Kripos versuchen, die Flüchtlinge vom Ufer abzudrängen. Die 22-jährige Maiga aus Ost-Berlin, die im 3. Monat schwanger ist, steht an der Ufermauer und bittet die Passanten, sie hochzuziehen. Hinter ihr steht jedoch ein DDR-Patrouillenboot. Die Kripos haben ihre Waffen gezogen. Die Deutschen hatten sich an die Mauer gewöhnt. Nur kalte Krieger schienen noch an eine Wiedervereinigung zu glauben. Zum Beispiel US-Präsident Ronald Reagan und sein Botschafter Richard Byrd beim Berlin-Besuch des Präsidenten 1987. Sie sollten Recht bekommen. Ich glaube, diejenigen, die den Mauerfall am wenigsten erwartet hätten, waren die Deutschen selbst. In der Sowjetunion war der Wind des Wandels zu spüren. Und so forderte der US-Präsident: Herr Gorbatschow, öffnen Sie dieses Tor. Reißen Sie die Mauer nieder. Tear down this wall. Kurz vor dem Auftritt wurde ich von einem hochrangigen deutschen Vertreter angesprochen, der meinte, dieser Satz müsse aus der Rede gestrichen werden. Und ich sagte, mein Gott, warum das denn? Daraufhin meinte er,
Er ist zu provokativ. Er könnte zu Turbulenzen an der Grenze führen. Wenn man so etwas sagt, ist das gefährlich. Ich antwortete, aber das ist die Politik der NATO und der USA und sogar die Politik Deutschlands. 28 Monate später feierte die DDR ihren letzten Geburtstag, den 40. Noch einmal konnte Staats- und Parteichef Erich Honecker die Genossen aus den sozialistischen Bruderstaaten begrüßen. Doch sein eigenes Volk wollte diese Art von Sozialismus nicht mehr. 40 Jahre DDR waren genug. Selbst die allmächtige Stasi wurde nun in aller Öffentlichkeit ausgepfiffen. Doch niemand wusste, ob das Motto der Bürgerbewegung, keine Gewalt, Bestand haben würde. Klaus Schütz, früherer regierender Bürgermeister, war besorgt. Wir mussten Angst haben, dass es zu irgendeiner Art Revolte mit den notwendigen Schießereien kam. Ich konnte auch nicht überblicken, dass hier die Wiedervereinigung vor der Tür war. Und sie war's. Ich war in der Mitte der 80er Jahre ganz sicher, dass ich das nicht mehr erleben werde. Und ich war am 9. November genauso überrascht wie Kohl in Warschau. Unsere Dienste haben weder den Bau noch den Fall der Mauer vorhergesagt. Und doch kam es so. In der Nacht des 9. November 1989 fiel die Mauer, nach 28 Jahren. Und mit ihr zerbrach die Nachkriegsordnung, die Teilung Europas in Ost und West. Es war der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg wirklich zu Ende ging. Und es war auch das Ende der Insel West-Berlin. Ohne die Existenz Berlins hätte eine Mauer nie fallen können. Und das war ein Signal in besonderer Weise. An Weihnachten 1991 holte die Sowjetunion die Hammer- und Sichelflagge ein und die russische Trikolore wurde hochgezogen. Wäre das auch ohne Berlin passiert? Ich glaube nicht. Weizsäcker hat man gesagt, solange das Brandenburger Tor geschlossen ist, ist die deutsche Frage offen. Dass es so nicht bleiben würde, wie es in der Zeit der Teilung war, davon war ich immer überzeugt. Es war eben einfach zu unnatürlich. Insofern hat Berlin seine historische Funktion erfüllt. Eine Insel, die Weltgeschichte schrieb.